Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Kartier-Video und heute werden wir uns anschauen, wie wir diesen Wandhaken hier erstellen können. Kennt jeder von euch zum Jacke aufhängen oder so. Und das Ganze werden wir im Flächendesign erstellen. Es ist eigentlich eine sehr schöne Übung dazu, um den Einstieg in Flächen hinzubekommen. Und genau, schauen wir uns jetzt erstmal die technische Zeichnung an. Wir haben hier unser Vorderteil und hier unser Hinterteil, das eigentlich nur durch eine runde Fläche besteht. Und hier können wir einmal den Radius erstellen von 20 und diesen dann bis hier oben hin quasi anhand der Leitkurve zu einem Bauteil entstehen lassen. Das Ganze nennt man Translation. Und dann brauchen wir hier nur noch die Kappe oben und das werden wir mit Hilfe der Funktion drehen hinbekommen. Aber versucht es mal selber im Partydesign zu erstellen. Könnt euch gerne wieder ein Foto machen und ich würde sagen, wir gehen jetzt über und konstruieren das ganze Bauteil. Und dazu gehe ich in Flächen, in Generative Shape Design. Ja, muss natürlich ein neues Bauteil hier erstellen. Und füge mir mal eben mein Achsensystem ein. Und das erste, was wir machen, was man eigentlich immer im Flächendesign machen muss, ist, wir erstellen uns geometrische Sets. Die dienen eigentlich nur ein bisschen zur Übersicht und zur Ordnung. Eins für Ebenen und eins für Flächen erstellen wir uns. Und wie der Name schon sagt, hier kommen halt die Ebenen hin und in Flächen kommen dann später unsere Skizzen rein. So, jetzt müsstet ihr es ja eigentlich auch sehen, die technische Zeichnung. Und das erste, was wir machen, ist, wir setzen hier einen Punkt. Und zwar mit den Maßen 10 und die Höhe von 20. Und hier fängt ja unser Haken, also der Vorderteil vom Haken, wo die Jacke drauf kommt, an. Also werden wir hier auf der Höhe die Ebene erstellen. Setzen diese hier hin und wechseln jetzt zu Flächen und werden hier auch direkt schon den Durchmesser erstellen und dieser liegt ja bei 20 cm im Durchmesser. Also setzen wir diesen hier auf 20, setze das Ganze hier kongruent. Und gehe nochmal raus. Genau. Jetzt haben wir hier quasi den Punkt erstellt. Und jetzt wollen wir ja hier bis hierhin das Ganze translieren. Und dazu brauchen wir jetzt noch diese Leitlinie. Und die erstellen wir uns als nächstes. Und hier brauchen wir jetzt nur die Kontur einmal erstellen. Sprich, oh, ups, das war jetzt blöd. Wir ziehen uns hier das Ganze einmal so hin. Der Punkt ist natürlich kongruent und wir haben hier einen Durchmesser von 15. Wir haben einen kompletten Abstand von hier bis hier von 70 und genau, alles ist grün, das ist immer ein gutes Zeichen. Jetzt gehen wir raus und jetzt können wir hier unsere Skizze anhand der Leitkurve verlaufen lassen. Und das machen wir, indem wir über Einfügen die Operation unter Flächen genau die Translation auswählen. Dann öffnet sich hier so ein kleines Fenster und als erstes wählen wir hier unser Profil aus. Das ist die Skizze und die Führungskurve haben wir ja hier.
klicken auf Voranzeigen und schon haben wir ja den Großteil von unserem Haken fertig und wollen jetzt hier noch diese Kappe drauf haben. Dazu wechseln wir wieder in Ebenen und setzen hier einen Punkt, diesmal mit den Maßen 70 und 50. Legen hier eine Ebene an. Okay, und haben hier jetzt einen Punkt genau mittig von unserem Haken. Und hier drauf zeichnen wir jetzt die nächste Skizze. Und dazu brauchen wir ein paar Hilfen. Und zwar brauchen wir hier eine Hilfslinie, die genau auf der Ebene liegt. Und wir brauchen hier eine Hilfslinie, weil wir wissen ja, wir haben hier einen Radius von 3 und hier oben einen Radius von 40. Also muss der Abstand hier auch 3 sein. Ups, was hab ich jetzt gemacht? 3. So. Und hier ziehe ich mir auch noch eine Linie runter, die einen Abstand von 10 hat. Also genau die Hälfte vom Kreis. So, und jetzt nehme ich mal hier den Halbkreis. Zeichne mir hier so einen kleinen Halbkreis hin. Bemaße diesen mit 40. Zieh mir den so ein bisschen zurecht. Und mache mir hier noch ein noch einen Halbkreis, den ich jetzt genau auf diesen Punkt hier setzen werde. Also einmal kongruent hier, einmal kongruent hier. Und setze hier jetzt eine Kongruenz mit der Linie. Und ich brauche noch eine Hilfslinie in der Mitte. Ja, es ist immer ein bisschen viel Formular und Ausrichterei. Es ist vielleicht auch nicht der perfekte Weg, so wie ich es mache. Also wenn ihr noch bessere Ideen habt, könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da auch immer für jeden Tipp dankbar. Ist jetzt halt so den Weg, wie ich es machen würde. Heißt nicht, dass das immer der perfekte ist, aber ja, ist auf jeden Fall eine Idee. So, jetzt haben wir hier ja einen Durchmesser von 3, das wissen wir ja. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich nur grün bekommen. Und das machen wir, indem wir das beides hier tangentenstetig setzen. Zack, also haben wir hier 3, hier haben wir einen Radius von 40 und müssen wir natürlich jetzt noch trimmen. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das Ganze noch nicht grün? Und das liegt daran, dass wir hier auch noch eine Tangentenstetigkeit brauchen, damit hier die Ausrichtung passt. Wenn alles richtig ist, ist die Tangentenstetigkeit hier, dieses Tangentenstetigkeitszeichen, genau in der Mitte angesetzt. So, haben wir alles grün, sehen wir hier unsere Kontur und jetzt können wir auf die auf Einfügen gehen, Flächen und hier wählen wir Drehen aus. Und jetzt hat er uns hier schon direkt sehr schön das Bauteil erzeugt. Nur nochmal im Detail. Also als Skizze haben wir natürlich jetzt hier
unser Profil, das wir gerade gezeichnet haben, ausgewählt. Und als Rotationsachse müssen wir natürlich die Achse hier in der Mitte nehmen, weil sich das ja hier drum dreht. Hat er jetzt schon selbstständig gemacht, also die Achse hier müsste sonst ausgewählt werden. Jetzt haben wir allerdings nur die Hälfte. Und das können wir hier unten ändern, indem wir hier den Winkel so einstellen, wie wir wollen. Kann ich hier einfach verschieben oder ich sage hier direkt 360 Grad. Okay, sehr schön. Sieht hier jetzt so ein bisschen, ja, nicht so schön dargestellt aus, aber es ist so eine Cartier-Darstellungssache. Vielleicht liegt es auch an meinem PC, weil ich die Strom ein bisschen gedrosselt habe, dass der da manchmal die Kanten nicht so flüssig darstellen kann. Aber ich kann jetzt über Operation den Teil direkt mit dem Teil verbinden, voranzeigen und jetzt haben wir hier einen Teil draus gemacht. Gut, haben wir das schon fertig und jetzt brauchen wir nur noch den hinteren Teil. Und dazu wähle ich jetzt mein Grundkoordinatensystem wieder aus und zeichne hier mein Radius rein. 70. Wichtig ist, dass ihr hier jetzt, wenn wir den haben, natürlich den Abstand hier auch nach unten angeben mit der Hälfte, weil es ist ja ein bisschen versetzt. Wir können jetzt nicht hier das Koordinatensystem nehmen und den dann mittig setzen, dann stimmt das von der Höhe nicht. Also wir sind ja hier ein bisschen tiefer, sonst wären wir ja hier oben irgendwo. Deswegen richtet euch ruhig an diesem Hauptkoordinatensystem aus, stellt das Ganze ein, setzt den Punkt hier mittig kongruent und jetzt können wir das Ganze extrudieren. Also wir haben hier unsere Skizze. Im Partdesign würden wir jetzt einen Block erstellen. In Flächen heißt das Ganze extrudieren. Also gehen wir auf Flächen, extrudieren. Und ähnlich wie beim Partdesign können wir jetzt hier einstellen, wie weit wir in die jeweilige Richtung wollen. Wir haben jetzt hier 10. In den anderen Richtungen machen wir 15 voranzeigen. Und jetzt haben wir hier, ja, unser Bauteil. Genau. Und natürlich müssen wir die Flächen jetzt hier noch füllen, weil so luftleere Räume helfen uns nicht viel. Und dazu gibt es auch eine Funktion, nämlich die Funktion Füllen hier unten, Flächen füllen. Wählen hier die Fläche aus, sagen Voranzeigen und schon ist diese gefüllt. Und hinten machen wir das auch nochmal. Okay. Ja, sieht jetzt schon sehr gut aus mit unserem Bauteil. Jetzt müssen wir hier die beiden noch trimmen. Das liegt daran, weil wir haben hier ja die Fläche jetzt geschlossen. Und eigentlich müsste die ja hier noch offen sein, damit die Verbindung da ist. Weil sonst meckert er später, wenn wir da das Bauteil aufdicken wollen, also einen Körper rausmachen. Deswegen hier mal immer die Operation Trim noch wählen, zwischen hier und hier. Einmal voranzeigen. Man sieht jetzt keine Veränderung. Die einzigste Veränderung, die stattfindet, ist, dass hier jetzt innen drin quasi ein Durchgang erzeugt wird. Drücken OK und schon ist unser Bauteil in Flächen so gut wie fertig. Wir verbinden das Ganze jetzt nur noch einmal zu einem Teil. Das machen wir über Operationen wieder zusammenfügen. Wählen jetzt hier unsere einzelnen Flächen aus. So, und unseren Haken drücken, Voranzeigen und okay. Und jetzt haben wir
Im besten Fall ein Teil. Wenn wir jetzt hier auf Verbindung 2 klicken, ist auch unser Bauteil komplett. Sehr schön. Sind wir in Flächen fertig? Um das ganze Bauteil jetzt aufzudecken, müssen wir hier wechseln in Part-Design wieder. Und haben wir das einmal gemacht, müssen wir jetzt nur noch das Teil aufdecken. Das machen wir, indem wir auf Einfügen gehen und hier die Aufmaßfläche auswählen. Jetzt meckert er einmal rum, befindet sich nicht in einem Körper. Drücken wir einfach einmal OK. Wählen jetzt hier unsere Verbindung 2 aus und können jetzt hier bestimmen, okay, möchtest du das Bauteil nach innen aufdecken, also dass jetzt 1 mm nach innen erzeugt wird. Oder in unserem Fall sagen wir, okay, wir wollen es nach außen. Und hier können wir jetzt sagen, wie viel nach außen. Ich sage jetzt mal 1 mm voranzeigen. Und er erstellt uns hier jetzt unseren Körper. Sehr schön. Jetzt haben wir nur noch so Kleinigkeiten. Wir haben hier noch eine Verrundung und hier eine Verrundung. Machen wir ganz normal in Part wieder über die Kantenverrundung. Also einmal hier anklicken. 3. Und hier klicken wir noch einmal an und sagen, ups. Ja, ist manchmal ein bisschen schwierig zu fangen. Sehr schön. Natürlich, das habe ich jetzt nicht gemacht. Es ist natürlich schöner, wenn wir hier natürlich das Ganze noch schön benennen. In Vorderteil haken, Hinterteil haken. Wisst ihr ja einfach über Eigenschaften. Und können wir hier jetzt umbenennen, wie wir wollen. Habe ich jetzt aus Zeitgründen nicht gemacht. Aber wenn ihr es jetzt wirklich nachhaltig konstruiert, benennt es eben um, dann wenn ihr nochmal reinschaut, findet ihr alles schneller. Genau, ich verstecke jetzt nochmal alle Flächen und alle Ebenen. Und kann jetzt noch den ganzen Hauptkörper auswählen und wir können ihm jetzt noch eine schöne Farbe geben. Sagen wir jetzt einfach mal blau, ist glaube ich ganz schön. Und schon haben wir hier unser Bauteil. Fertig. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr traut euch auch mal an Flächendesign ran. Ich bin auch eher ein Fan von Partdesign, ehrlich gesagt, aber Flächen hat auch viele Möglichkeiten und bei manchen Bauteilen stößt man mit Partdesign schon an die Grenzen und deswegen ist es auch gut, sich da mit Flächen mal zu beschäftigen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Gefällt mir freuen. Wenn ihr aber noch Ideen, Verbesserungsvorschläge habt oder Bauteile, die ihr mal konstruieren wollt oder Funktionen, die ihr kennenlernen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare und ich versuche dann dazu auch noch ein Video zu erstellen. Und ansonsten freue ich mich immer riesig über ein Abo, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und genau. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Nachbauen und sage bis zum nächsten Mal.